So, Hallöchen, ganz herzlich willkommen zum Black Our Story Month und dem Black Diaspora Libraries Talk 2021. Mein Name ist Michael Götting, ich leite die Bibliothek bei EOTO und ich freue mich riesig, dass wir den Talk heute haben und dass wir wundervolle Gäste haben, zum Beispiel Millicent Ajay von der Phasiathek in Hamburg und Lamine Kagbo von der Theodor von Michael Bibliothek in Köln und ganz wunderbar Philipp Cabo-Köpsel von EOTO, ganz maßgeblich beteiligt am Aufbau der Bibliothek von EOTO. Freue ich mich riesig, dass Philipp heute in der Moderation dabei ist. Und ja, ich bin so ziemlich gleich raus und gebe nur noch einen Hinweis darauf, dass extra Informationen unter dem Video zu finden sind, das heißt Webseiten, Projekte, Anmeldungen, wo könnt ihr Fragen stellen, das findet ihr unter dem Video und ja, da bleibt mir nur, wünsche euch viel Spaß beim Black Diaspora Libraries Talk. Danke sehr. Danke sehr, vielen, vielen Dank. Also erstmal, ja, erstmal willkommen und hallo und auch willkommen an alle dort draußen, die zugucken. Also ich freue mich sehr, dass ich hier in Verbindung gebracht wurde mit zwei großartigen Menschen, die zwei großartige Projekte aufgebaut haben. Und ich bin mir auch sicher, dass es noch viele, viele weitere großartige Menschen gegeben hätte, die wir hätten einladen können zu diesem Talk. Und wir haben auch noch an viele gedacht, aber zeitlich ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, in diese Stunde noch mehr tolle Projekte einzubinden. Also, ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit einer Vorstellungsrunde. Millicent, Lamine, einfach erzählt mal einfach, was euer Background ist und mit welchen Menschen wir es zu tun haben. Dann Ladies first. In Ordnung, vielen Dank. Vielen lieben Dank an euch, EOTO, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich heute dabei sein darf an diesem Talk. Mein Name ist Millicent Ajay. Ich bin Sozialökonomin, bin gelernte Bilanzbuchhalterin, Personalerin, Trainerin, Ausbilderin, Coach und all diese Bereiche oder Kompetenzen habe ich inne. Genau, habe mehrere Jahre für Unternehmen gearbeitet und habe alle meine Kenntnisse dort eingesetzt. Sonst nebenbei kann man mich als Coach buchen oder anrufen, wenn man ein Anliegen hat. Also, oder Moderation habe ich auch gegeben. Ja, es ist sehr viel. Supervision begleitet, also Workshops gegeben. Okay, so. Also das sind so all diese Sachen, die ich mache. So, zusätzlich zu meinen politischen, ehrenamtlichen Arbeiten, inklusive jetzt unseres Vereins, AK, Afrikanisches Bildungszentrum, wo wir jetzt gesagt haben, jetzt ist genug, jetzt ist Zeit, jetzt wollen wir endlich da sein mit unserer, mit der Phasiathek. Schön. Und Lamin? Ja, ich danke euch auch. Ich danke EOTO auch für die Einladung, dass ich heute hier sein darf, dass ich heute teilnehmen darf. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Lamine Kagbo. Ich wohne in Köln und zu meinem Hintergrund, ich habe Sport studiert, Sportmanagement hier in Köln. Ich arbeite zurzeit in der Nachmittagsbetreuung an der Schule hier in Köln. Aber meine Leidenschaft, also meine große Leidenschaft sind die Bücher. Ich lese sehr gerne, ich schreibe auch, versuche mich als Autor und beschäftige mich sehr leidenschaftlich auch mit schwarzer Geschichte, mit afrikanischer Geschichte, gebe da auch hier und da Workshops und Präsentationen und Seminare. Und ja, seit diesem Jahr arbeite ich halt auch mit dem Sonnenblumen Community Development e.V. hier in Köln zusammen, die vor allem seit diesem Jahr im Zuge der Black Lives Matter Demonstration
nochmal aktiv geworden sind und einiges hier in Bewegung gebracht haben. In Köln unter anderem auch die, was im Bildungsbereich tun wollten und viele Menschen zusammengebracht haben, eine Gruppe zusammengebracht haben, eine Dynamik in Gang getreten haben. Und daraus ist halt auch die Initiative für die Bibliothek oder die Theodor-Wonja-Michael-Bibliothek entstanden. Ja, wunderschön. Das ist vielleicht auch mal ganz wichtig, das nochmal festzuhalten. Ne? Millicent, eure Bibliothek ist Phasiathek, ja, nach Phasia Jansen. Und eure die Theodor-Wonja-Michael-Bibliothek nach Theodor-Wonja-Michael. Also das ist eine sehr schöne Sache. Ich kam aus der wahrscheinlich am wenigsten bekannten Bibliothek, dem Vera Haya Archiv. Nein, gar nicht weniger bekannt. Wahrscheinlich die am wenigsten bekannte Person, deren Namen das gewidmet wurde. Vera Haya war auch eine afrodeutsche Aktivistin in den 80er und 90er Jahren. Genau, und nach ihr ist unser Archiv benannt. Unser Archiv ist das Archiv von Each One Teach One, was ich seit 2016 bis Ende 2019, bis letztes Jahr fast geleitet habe. Genau, ich, Philipp Kabo-Köpsel, bin Spoken Word Performer und komme eigentlich und Projektleiter und komme eigentlich eher so aus dem Berliner Kulturbetrieb. Das heißt, ich war als Dramaturg aktiv. Ich habe Bücher verlegt, Veranstaltungen organisiert, moderiere auch ganz gerne mal die ein oder andere Sache, arbeite sehr viel zu schwarzer Geschichte in Deutschland, in dem Fall aber mehr so in Richtung, also ich versuche Neues zu erforschen, was es angeht. Das heißt, so schwarze Geschichte zwischen 1945 und 1985. So, das ist so gerade mein Steckenpferd, wo ich gerade sehr viel Zeit investiere auch und bin da auch mit verschiedenen HistorikerInnen weltweit auch gerade vernetzt, die ein bisschen dazu arbeiten. Genau, da gibt es auch diese Seite www.blackcentraleurope. Okay. Das ist ein wunderschönes Online-Archiv, was man sich angucken kann. Also da ist sehr, sehr viel zu schwarzer Geschichte im deutschsprachigen Mitteleuropa zu finden. Deshalb Black Central Europe. Ne? Genau. Ja, genau. Und wie gesagt, ich habe mitgeholfen, die Bibliothek bei Each One Teach One im Wedding aufzubauen in Berlin. Und das war also jetzt so rückblickend auf die vergangenen 4 Jahre. Das war natürlich eine gewaltige Arbeit und wir sind von einem ursprünglichen Fundus, der uns übergeben wurde, natürlich von im Nachlass von Vera Haya von, ich sage mal, 1500 Büchern auf ungefähr 7500 Bücher und Zeitdokumente mittlerweile gekommen. Und diese Zeitdokumente sind halt auch wichtig, weil es da sich so um Poster, Flyer, Fotos, offene Briefe von Vereinen, die heutzutage nicht mehr existieren, also alles so Sachen so um die Zeit der Deutschen Wende. Kommen die her. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, um tatsächlich auch zu schauen, was ist eigentlich damals passiert. Weil ich meine, ihr kennt das bestimmt auch, dass man so den eigenen Aktivismus nicht als historisch wertvoll begreift und dementsprechend halt auch nicht die Unterlagen dafür sammelt, als historische Unterlagen, als historische Zeitdokumente, die in 20, 30 Jahren besonders sind für unsere Zeit. Ne? Aber da hatten wir Gott sei Dank das Glück, dass manche Leute, das Vorsehen hatten, auch Zeitdokumente aufzubewahren aus der Zeit, aus den 80ern und 90ern. Und die haben wir mittlerweile auch bei uns im Archiv. Das ist, das ist auch ganz schön. Genau. Aber mich würde tatsächlich interessieren, wie funktionieren eure Bibliotheken? Seit wann existieren die? Ich weiß, in Laminsfeld, das ist wahrscheinlich die neueste von allen. Seit wann existieren eure Bibliotheken und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, mit dem, was ihr, mit dem Hintergrund, den ihr so habt, so ein Projekt überhaupt in die Wege zu leiten? Also, ich fange mal an. Wir sind in Bezug auf Phasia Jansen, also Phasiathek, ganz neu, weil wir jetzt erst endlich die Stelle bekommen haben, wo wir uns jetzt ausbreiten können. Konzept geschrieben und allem
haben wir schon 2015. Ja, ich erinnere mich. Genau, 2015 habe ich euch auf Besuch gehabt damals, weil wir da schon unsere Idee hatten, eine schwarze Bibliothek zu errichten. Und als ich dann hörte, ey, in Berlin gibt es doch schon eins, und ich so, nein, bloß hin und zu gucken, ja, wie wird es gelebt? Na, wie ist es? Wie wird es gelebt? Und so habe ich Kontakt zu euch aufgenommen. Doch ihr wisst, wir haben jetzt 2021 und wir haben jetzt erst unsere Stelle, also einen Platz, wo wir sein wollen und auch können. Und in all diesen Jahren haben wir versucht, finanzielle Unterstützung zu bekommen von den Behörden. Und es hat nicht gefruchtet. Wir haben diverse Ausreden bekommen oder auch Entschuldigungen oder wirklich auch so, wie sie es gesehen haben, bekommen, dass es nicht geht. So. Und letzten Endes haben wir gesagt, okay, wir haben gearbeitet, haben das, was wir hatten, auch mit in unserem Vorhaben reingesteckt, nur jetzt geht es einfach nicht. Na? Also Pandemie ist alles ein bisschen anders und leider. Finanzielle Unterstützung, also erst recht nicht und dann haben wir gesagt, okay, jetzt reicht. Also jetzt reicht mit, es gibt keine Finanzierung, neue Anträge finden nicht statt oder wir möchten keine Subkulturen hier unterstützen. Es gibt schon Institutionen, es gibt schon Orte, wo eben halt interkulturelles Leben stattfindet und so. Also geht doch mal dahin. Also das sind so all diese diversen Sachen, die wir gehört haben. Und auch Sachen wie, hey, finden wir super, finden wir toll, ne, macht, nur es gibt keine Unterstützung. Also es gibt keine institutionelle Unterstützung, grundsätzlich nicht. So. Ja. Und wenn ihr dann ein Projekt habt, könnt ihr einen Antrag stellen. Und das wissen wir. Und wir haben jetzt gesagt, es reicht. Es reicht, wir gehen jetzt raus und sagen, hey Leute, wir sind hier. Wir sind schon seit Jahren, sind wir bereit für dieses tolle Vorhaben. Wir wollen nicht nur eine Bibliothek errichten, wir wollen wirklich eine Institution schaffen, ein Ort, wo Wissenschaft stattfindet, aus der schwarzen Perspektive, ein Ort, wo Austausch, ein Ort des Lernens, also Bildungsinstitutionen der neuen Art wollen wir hier in Hamburg kreieren. Und dann haben wir gesagt, wir müssen es jetzt machen, wir müssen es wagen, weil wir warten jetzt schon, Und wann habt ihr das Ganze eröffnet? Wir haben es noch nicht eröffnet. Okay. Wir planen, wenn alles gut geht, im Sommer zu eröffnen. Mhm. Ja. Okay. Lamin, wie ist das bei euch? Du hast ja gefragt, auch wie die Idee entstanden ist. Also da ist wirklich geht der ganze Dank wirklich an auch Sonnenblumen Community Development Group hier in Köln, der Verein, die wirklich die Initiative ergriffen haben und im Sommer aus der ganzen Dynamik und aus der ganzen Energie von den Protesten und von den Demos das Ganze mitgenommen haben. Und Leute einfach zusammengebracht haben und gesagt haben, okay, wir setzen verschiedene Schwerpunkte, ob das jetzt Black Business ist, ob das Gesundheit, Heilung ist oder halt auch Bildung. Und dann wurde ich halt auch angefragt, so ob ich nicht teilnehmen möchte. Ich habe gesagt, natürlich, ich bin gerne dabei, nehme gerne dran teil. Und wir haben uns dann zusammengesetzt mit mehreren Leuten. Und haben geschaut, okay, was können wir machen im Bereich Bildung? Und da kam auch direkt die Idee von der Bibliothek auf, also von mehreren von uns. Natürlich haben wir auch gesehen, was ihr in Berlin gemacht habt mit EOTO als Inspiration. Aber das ist eine Idee, die ich auch schon lange auch schon im Kopf hatte. Also für mich, ich habe das Ganze halt gesehen, als ich vor 2-3 Jahren in den USA war, als ich in L.A. war und da habe ich keine Bibliothek besucht, aber einen der ältesten schwarzen Bookstores in L.A. Und da habe ich einfach die ganze Atmosphäre damit bekommen
und wie inspirierend das Ganze war, wenn man halt, ne, wenn du schwarze Menschen um dich herum hast, die alle sich irgendwie für Wissen und verschiedenste Themen, sei das Geschichte oder Spiritualität oder was auch immer, ne, oder Kinderbücher, wenn man einen Ort hat, wo das alles wirklich so gebündelt ist und welche Energie daraus entsteht. Und das war, seitdem hatte ich das auch schon im Kopf, dass wir sowas auch hier in Köln oder auch für ganz Nordrhein-Westfalen so einen Anlaufpunkt halt gut gebrauchen könnten. Und ja, deswegen hat das alles gut gepasst, ne, dass wir jetzt 2020 da zusammengekommen sind. Ne, wie Millicent auch schon gesagt hat, natürlich durch die ganze Pandemie, Corona-Geschichte, ist alles ein bisschen schwieriger. Wir können es nicht so oft treffen, wie wir gerne möchten. Und das macht die ganze Planung und die ganzen Abläufe natürlich ein bisschen schwieriger. Aber wir arbeiten trotzdem dran, gucken auch nach Fördermöglichkeiten. Aber wir haben auch eine GoFundMe-Kampagne gestartet. Ich bin total überrascht, wie viel Support halt wirklich kam von den Leuten. Wir haben ja eigentlich nur die Information veröffentlicht bei Facebook und bei Instagram, aber es kam so viel Support und wir haben innerhalb von kurzer Zeit fast mehr als 5.000 Euro zusammenbekommen, was schon mal eine gute Summe ist, mit der wir auf jeden Fall schon mal gut arbeiten können, gut starten können. Bei Sonnenblumen in den Räumlichkeiten haben wir auch schon die Möglichkeit, haben wir auch schon einen Raum zur Verfügung, wo wir auch zum Beispiel jetzt auch die Regale gespendet bekommen haben. Wir haben schon einige Bücher spendet bekommen, auch wirklich tolle Bücher, super Bücher, wo bei fast jedem, wo ich mir sage, oh, das will ich lesen, das will ich auch lesen, das interessiert mich auch. Und da haben wir jetzt schon eine größere Sammlung eigentlich schon zustande bekommen und ja, wollen jetzt auch so schnell wie möglich die Bibliothek eröffnen und würden auch so schnell wie möglich gerne starten. Wie Millicent das auch gesagt hat, ne, dass wir auch einen Ort haben des Austausches und wo es um Wissen geht und wo man sich einfach inspirieren lassen kann und ja, vielleicht mal ein bisschen beflügeln lassen kann. Und genau, wir gucken halt, ne, wie lange da jetzt das mit dem Lockdown angeht, wann wir die Möglichkeit haben, wirklich auch da ein paar Leute zusammenzubringen, damit wir auch eine schöne Eröffnungsfeier haben können. Aber wir stehen auf jeden Fall in den Startlöchern und ja, ich freue mich schon, wenn es endlich losgeht. Ja, auf jeden Fall. Das hört sich sehr, sehr schön an. Ja, und ich kann nur sagen, ich finde es einfach toll, dass es, also am liebsten hätte ich, dass jede Stadt oder jedes Bundesland mit deren Bezirk oder Stadtteil, dass es überall schwarze Bibliotheken gibt. So. Ja. Weil ich das enorm wichtig, enorm wichtig erhalte, dass wir Geschichten aus unserer Perspektive selber repräsentieren. Und das war so das, wo ich gedacht habe, ich bin einfach satt. Also egal, wo ich hingehe oder wenn ich was suche, es ist hier nicht zu finden. Also es ist einfach nichts von Afro-Deutschen, überhaupt AfrikanerInnen an Literatur zu finden. Es ist so schwer. Ja. Also es ist einfach Wahnsinn. Und wenn ich dann wirklich in der USA bin, ist es total was anderes. So. Und wenn ich in afrikanischen Ländern bin, ist es auch wiederum mal schwer und mal total einfach, mich dazu bekommen. Ja. So, also das heißt, ich bin dann einfach los, ich habe angefangen zu sammeln und auf meinen Reisen habe ich geguckt und habe eingekauft. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Aber ich hab dann einfach gefragt. Und in einem Land hieß es, habe ich gesagt, ja okay, es ist ein Bookstore, also wo sind denn die Bücher von unseren Leuten? Where are the books from the black community? Gab es nicht. Es gab nur weiße europäische Bücher. Und das hat mich so entsetzt, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Also, wo bin ich hier? Ich bin doch hier in einem afrikanischen Land, oder? Ja. Sollte doch möglich sein. Es war nicht. Aber ich habe gebohrt und ich musste eine große Reise machen, um dann überhaupt an einem Bookstore zu kommen, wo ich also wirklich Literatur von Black People dann bekommen konnte. Ja. Also das sind all diese Herausforderungen oder Dinge, die ich einfach erlebt habe, wo ich gesagt habe, nee, also es geht nicht. Also unsere Bibliothek, die muss einfach weltweit
Wir sind Panafrikanisten, also wir sehen uns als Panafrikanisten und deswegen muss die Bibliothek auch entsprechend so repräsentiert sein. Und die diversen Sprachen sollen auch repräsentiert sein. Also das ist so das, die Herausforderung, die wir uns stellen, zu sagen, wir wollen also Bücher da haben, die ich selber persönlich noch nicht mal lesen kann. Ja. Aber das finde ich gerade spannend. Das ist auch eine schwierige Aufgabe. Also ich meine, ich kenne, also genau diese Erfahrung habe ich halt auch gemacht. Also im Grunde jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin, beziehungsweise irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs bin, versuche ich halt einen Buchladen zu finden. Und das sind entweder irgendwie kleine Buchläden, also Buchläden in Malls natürlich, oder aber so kleine Buchläden hinter Gitter, wo dann alles irgendwie gestapelt ist auf 3,50 Meter Höhe und man muss irgendwo gucken. Also genau, und dann die Frage, wo sind eigentlich die lokalen AutorInnen, wurde immer wieder unterschiedlich beantwortet. Also in Südafrika war das recht, recht einfach. Ja. In Namibia war es fast unmöglich. Das war so, ja, wir haben hier Wallace Yinka. Und ich so, das ist andere Ecke, so ungefähr. Also das hat wirklich gedauert, bis ich da was gefunden habe. Uganda, Kenia, ja, so. Aber immer, also es ist immer eine schwierige Aufgabe. Und dann ist mir aber auch gerade aufgefallen, als du das erzählt hast, du kaufst die natürlich dort ein. Und die wandern, also ich meine, ich halte dich für eine Person, die das Wissen auch gerne weitergeben möchte. Ja. Die wandern wahrscheinlich in die Phasiathek, richtig? Ja, richtig. Mhm. Und dann sind wir im Grunde auch schon bei der nächsten Frage. Also das ist auch eine Frage mit den, die hat auch mit Fördergeldern zu tun und auch mit der quasi der Struktur von Projektförderung etc. Basieren eure Sammlungen in dem Fall, oder glaubt ihr, dass eure Sammlungen basieren werden? Oder habt ihr ja jetzt schon was? Eher auf Buchspenden oder habt ihr tatsächlich auch so ein kleines Budget beiseite gelegt bekommen, wo ihr tatsächlich auch Neuanschaffungen machen könnt? Also bis jetzt kann ich sagen, sind unsere Bücher, die wir haben, natürlich kaufen selber. Wir haben auch vieles gespendet bekommen, weil ich natürlich seit 2015 ganz viel erzähle. Und viele auch gesagt haben, ja, Milli, wenn der Ort da ist, dann kriegst du die Bücher. Also das heißt, dadurch weiß ich, dass wir ganz viele Bücher gespendet kriegen. So. Mhm. Und wir haben jetzt einen Aufruf gestartet, dass wir Geld brauchen, um eben halt die Bücher, die vielleicht nicht dabei sind, oder die wir als wichtig erhalten und die wir noch nicht bekommen haben, oder ganz neue Bücher, dass wir die auch einkaufen können. Also ja, das ist so das, was wir jetzt gerade machen. Mhm. Also bei uns sieht das so aus, wir haben schon einiges an Bücherspenden bekommen und ich will auch jeder, der jetzt zuhört und der vielleicht ein Buch an uns geschickt hat, also viel Dankeschön geht raus. Also ich bin wirklich sehr begeistert von der Unterstützung, die wir bekommen haben und auch von der Begeisterung, also die Begeisterung, die das bei vielen geweckt hat, die davon gehört haben. Also tausend Dank nochmal an alle Leute raus, die gespendet haben. Wir haben wirklich, habe ich vorhin auch schon gesagt, viele tolle Bücher schon zugesendet bekommen. Wir haben auch aus dem Nachlass von Theodor Vonja Michael selber, der wirklich eine riesige Büchersammlung hatte, die dann in dem Domit-Archiv hier in Köln gelandet sind. Also für, ich kann jetzt nicht genau den, nicht mehr genau zusammenbringen, wofür Domit steht, aber das ist ein migrantisches Archiv hier in Köln. Die haben den Nachlass verwaltet von Theodor Vonja Michael, haben sich dann an uns gewandt und uns ca. 150 Bücher aus seinem Nachlass gegeben und wo auch tolle Bücher wirklich dabei sind. Die haben wir bekommen und wir haben, wie gesagt, wir haben ja jetzt die GoFundMe-Kampagne gestartet, wo wir einiges zusammengekommen haben. Da wird natürlich auch einiges in Bücher investiert. Wir freuen uns natürlich weiter auch über alle Bücher, die an uns gesendet werden. Und alles andere
steht und fällt natürlich mit den finanziellen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, welche Fördermittel wir zur Verfügung haben. Also es gibt viele, viele Bücher, wo wir natürlich sagen, die müssen in unserer Sammlung sein und die müssen auch unsere Sammlung. Aber wir bauen das gerade Stück für Stück auf und so wie das jetzt angefangen hat und wie das Ganze gestartet hat, bin ich davon überzeugt, dass wir da auch wirklich eine schöne Sammlung aufbauen können. Und wenn ich sehe, was ihr alles zusammenbekommen habt bei EOTO, dann bin ich da auf jeden Fall sehr gütig. Genau, also oftmals sind es wirklich enorm viele Buchspenden, die manchmal so reinkommen und die sind unterschiedlichster Natur. Manchmal hast du da so Bananenkisten vor dir, die gefüllt sind mit Büchern, wo du dich unglaublich freust und du machst sie auf und denkst dir so, Naturvölker des Kongos, Bildband irgendwie mit sonst was. Und du denkst dir so, das würde ich einfach gerne irgendwo schnell verschwinden lassen. So. Und manchmal hast du, dass du Sachen, die du gar nicht erwartest, wo du wirklich echte Goldstücke drin hast, die nicht in Deutschland zu erwerben sind, und du einfach denkst, das ist der Wahnsinn, was da reinkommt. Ja. Und das ist also in unterschiedlichen Mengen. Ich glaube, die größte Spende, die wir hatten, waren 1500 Bücher auf einmal von Ricky Reiser, der ehemaligen Chefautorin der Zeitschrift Afrolook. Aha. Die hat ausgemistet bei sich zu Hause und hatte die alle im Wohnzimmer in zweiter Reihe schon stehen und meinte einfach so, die müssen jetzt, ihr kriegt die jetzt, ist jetzt egal. So, und wir sind mit einem großen Lieferwagen rangefahren und haben zwei Tage hintereinander diese Kisten gestapelt und das hat, glaube ich, nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis wir das abgearbeitet haben und katalogisiert haben und alles nochmal ins richtige Regal gestellt haben. Allein das schon, irgendwie die Regale mussten, da fängst du mit Romanen an hier oben und plötzlich merkst du so, Moment mal, wir brauchen mehr Regalbretter und dann ne, Kurzgeschichten vielleicht da und dann kommt noch mehr was dazu und dann plötzlich fängst du an sowas, ich habe das immer so, ich habe das immer Deppentetris genannt. So, du fängst an, irgendwie eine Sache zu bauen und dann baust du unten weiter und merkst aber, dass in der Mitte braucht viel mehr Platz, weil plötzlich nochmal schwarze Geschichte Äthiopien nochmal irgendwie 40 Bücher gekommen sind und dann muss das da rein. So, und dann fängst du plötzlich an, irgendwie zu gucken, wo du noch Regale hast, wo du irgendwie, plötzlich fängst du an, ganze Regale von oben nach unten nochmal ein Regalbrett weiterzuschieben. So, damit bist du die nächsten 3 Stunden beschäftigt. Ich habe am Anfang gefragt wegen der Förderung, weil zum Beispiel bei uns war es so, dass wir fast kein Geld für Neuanschaffungen hatten. Das war nur so in Projektförderung eingebaut, dass wenn wir ein bestimmtes Projektziel hatten, dann konnten wir für dieses Projektziel Literatur erwerben. Aber nicht im Grunde rumgehen und sagen, ey, da gibt es schon wieder ein neues, Chimamanda hat ein neues Buch rausgebracht, das müssen wir haben, so, wir geben einfach das Geld dafür aus. So war das nicht eben quasi im Fördermittelziel gegeben. So. Also das war wirklich recht schwierig. Ich denke, es wird mittlerweile einfacher, aber oftmals hatten wir halt das Problem, dass wir sehr, sehr viele Buchspenden hatten von Menschen, die in den 80er und 90er Jahren gesammelt haben. Das ist total super. Man muss aber bedenken, das ist mittlerweile schon 20 bis 30 Jahre her. Das heißt, ein großer Teil dieser Literatur ist wirklich schon, das sind dann schon kleine vergilbte Bücher, so, ne? Die auch gerade für die Zielgruppe, und das muss man auch bedenken, halt für Jugendliche, meinetwegen, die jetzt gerade so an Bücher rangeführt werden, an Literatur rangeführt werden, die halt, das wirkt nicht besonders sexy für die. Das ist halt irgendwie, heutzutage gibt es eine andere Ästhetik von Büchern, irgendwie die Buchcover sehen anders aus, irgendwie du hörst davon, du auf Instagram irgendwie sind alle da, halten das Buch hoch, ist gerade neu rausgekommen von Nnedi Okorafor und sowas und dann sitzt du da mit diesem, ja, aber ich habe noch dieses Alice Walker von 1991, super Buch. Und alle sagen so, ja, vielleicht. Ich will erstmal die coolen neuen lesen. So. Und das ist, also Neuanschaffungen sind enorm wichtig tatsächlich, um ein junges Publikum halt irgendwie bei der Stange zu halten. So. Und in dem Hintergrund ist mir auch eingefallen, es ist auch ganz schlau, sich an Verlage zu wenden.
wirklich auch mit dem Anliegen, so hey, wir haben neu aufgemacht und ihr seht ja, wir haben hier online sind wir schon, haben wir da unsere GoFundMe-Kampagne und hier ist schon der erste Artikel da und da. Habt ihr Mängelexemplare? Habt ihr sonst was? So, dass ihr uns einfach schicken könnt. Oder wir, keine Ahnung, wir haben auch gerne ein Regal mit eurem Logo drauf, so, solange es irgendwie mit uns was zu tun hat. Also sowas, so eine Idee, also hatte ich, wir haben es noch nicht umgesetzt. Wir haben tatsächlich ein paar Verlage angeschrieben, da kam erstmal nichts. Aber ich denke, je nachdem, wie sehr man sich mit denen auseinandersetzt und ob man vielleicht auch mal anruft oder mal irgendwie vorbeigeht, vielleicht ist ja irgendwie in Köln einer ansässig oder in Hamburg so, wenn man mal ne, auf, ein bisschen auf Tuchfühlung geht, das kann tatsächlich wirklich recht fruchtbar sein. So. Mhm. Also kann ich nur mal so vorschlagen, einfach Verlage mal ansprechen, weil hey, die geben für Journalisten geben die jede Menge Leseexemplare raus. Menge Exemplare werden irgendwie an öffentliche Bibliotheken gegeben oder sonst wohin oder im Schredder wandern die. So, warum schicken die, also ne, können auch genauso gut mal ein Paket rüberschicken. So. Das habe ich getan. Also ich habe zwei angeschrieben und es ist tatsächlich nichts gekommen. Die eine, die haben gesagt so, ja, machen wir. Es ist nichts passiert. Es ist nichts gekommen. Und ich habe da nicht nachgehakt, weil ich gedacht habe, okay, ich habe schon zwei, dreimal nachgehakt, ne? Und unser Ort ist auch noch nicht geöffnet. Also das sind so diese zwei Sachen, wo ich gesagt habe, okay, entspann dich, ne? Du kannst ja immer noch mal dorthin und sagen, hey, wie sieht's aus? Wir haben jetzt geöffnet, schicken Sie doch mal, wie Sie gesagt haben. Und die anderen, die haben nicht reagiert. Also einige haben einfach nicht reagiert. Keine Reaktion. Ja. Und bis jetzt ist es wirklich so, es ist immer noch so, wie du gesagt hast, Philipp. Also, wir müssen ein Projekt schreiben. Ne? Mhm. Das Projekt muss ja dann auch noch genehmigt werden. Du weißt, wie es ist. Es gibt ganz, ne? Du schreibst an diverse GeldgeberInnen und ja, entweder finden sie es interessant oder nicht. Und dann kannst du in diesem Rahmen dann eben halt projektbezogen, wenn es dann passt, dann Bücher besorgen. Ansonsten. Ja. Ist es nicht möglich. Also wenn wir nicht selber sagen, okay, gut, wir gehen selber was kaufen, ne? Mhm. Dann ist es bis jetzt noch nicht so, dass wir sagen, also wir haben genug Spenden eingenommen, dass wir so vieles davon dann auch Bücher einkaufen können. Also besonders neue Bücher. Ja. Ne? Das ist das Problem mit Projektförderung oftmals, dass es halt wirklich immer nur projektbezogen da sein kann. Ich meine, es gibt im Laufe der Zeit sind uns auch ein paar Tricks eingefallen, die wir so noch nicht ganz umsetzen könnten, aber wo du wirklich sagst, nee, es geht darum, eine Menge Bücher zu haben tatsächlich. Und das ist Teil des Projekts. Also wenn du tatsächlich den Fokus darauf legst. Wir hatten mal überlegt, einen Teil unserer Bibliothek kuratieren zu lassen von berühmten AutorInnen, so die man vielleicht mal so 3-4 Tage einlädt, so residenzhaft, und dann sagt so, ey, zeig mir mal dein Universum. Du hast hier einen Stapel voller Bücher und du hast hier ein Regal zu füllen und zeig uns, was dich beeinflusst hat. Was dich zum Schreiben gebracht hat. Dich, Chimamanda zum Beispiel. So. Mhm. Und ich bin mir sicher, für das Chimamanda-Regal zu sehen, würden Leute mit Sicherheit aus der Bundesrepublik überall zu euch fahren, so ungefähr. Das ist eine Möglichkeit. Und da kann man auch sagen, nee, dafür brauchen wir auch Bücher in Kiloweise. So, ne? Ja. Ja. So, aber es ist tatsächlich für uns auch immer ein echtes Problem gewesen, neue Bücher zu bekommen. Und wie gesagt, wir brauchen, also diese neuen Bücher sind notwendig, um tatsächlich auch eine neue Leserschaft zu bekommen. So, überhaupt an die Literatur heranzuführen. Ne?
Ja, was bei uns auch immer spannend war, besonders bei den Buchspenden, waren die Kriterien, nachdem wir die ausgewählt haben, beziehungsweise nachdem wir gesagt haben, diese Kiste lassen wir lieber unterm Tisch. So, habt ihr das auch schon gemerkt? Also bei denen, die wir bisher bekommen haben, so wie ich den Überblick habe, waren wirklich Bücher, die meisten Bücher, die dabei waren, die ich bisher gesehen habe, die passen auch ganz gut rein. Also da war jetzt nichts dabei, was irgendwie, ich weiß nicht, wie nennt man das, Kolonialliteratur ist. Aber was man vielleicht auch als, wenn man es in den richtigen Kontext stellt, ne, dann halt auch als Zeitzeugnis, denke ich mal, in die Bibliothek mit aufnehmen kann. Aber kommt halt immer auf den Fall drauf an. Aber bisher war es wirklich die Bücher, die ich gesehen habe, waren einfach viele Klassiker dabei, ne? Klassiker der schwarzen Literatur und auch viele Schätze, ne, über bestimmte, ja, vielleicht über bestimmte Völker in Ghana oder bestimmte Ethnien in Ghana zum Beispiel. Sehr, sehr spezielle Bücher auch, ne, über die, auf die man vielleicht jetzt nicht so direkt kommen würde, ne, wenn man jetzt nach Büchern über Afrika vielleicht sucht. Und da waren einfach sehr viele Schätze dabei. Aber ich denke, da wird auch noch das, da wird vielleicht auch noch das ein oder andere Buch kommen. Die weiße Maasai ist immer gut gesehen. Mhm. Kommt es öfter mal durch. Kann man auch mittlerweile auch einen kleinen Stapel von bauen. So. Aber ja, natürlich. Also diese ganze Kolonialliteratur irgendwie. Ich wollte gerade sagen, mein Opa in Afrika, aber so ungefähr, also kommt auch ganz, ganz viel rein. Und die Leute meinen es gut. Das ist das Schlimme daran. Ja. Die Leute meinen es gut und man muss sich überlegen, sagt man denen was oder bedankt man sich lieber und nimmt die Sachen an und tut sie vielleicht in, aber wir hatten einen Giftschrank tatsächlich. Also mittlerweile sind es einfach nur noch ein paar Kästen, wo halt dieses ganze Material drin ist. Und auch da haben wir uns wirklich nur noch beschränkt auf das, was wirklich so phänomenal rassistisch ist, dass du es wirklich aus einem akademischen Blick oder meinetwegen aus einem künstlerischen Blick tatsächlich noch benutzen kannst. Wirklich. Ja. Ja. Es gibt so ganz, ganz viele Bücher, die sind einfach, du denkst, N-Wort vorne, hinten, so, aber ansonsten ist auch irgendwie, die haben wir verschwinden lassen, so ungefähr, weil die willst du auch nicht irgendwo weiter in Umlauf geben, die willst du auch nicht irgendwie an das nächste Antiquariat geben und sagen, hier, nehmt doch die Bücher, vielleicht könnt ihr die noch verkaufen. Nee, das ist auch nicht das, was wir wollen, dieser Giftschrank und glaubt mir so, das fühlt sich mit der Zeit, ist auch sehr, sehr spannend manchmal aus einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Perspektive. Wir hatten zum Beispiel eine südafrikanische Performance-Künstlerin mal da, die hat mit dem Material gearbeitet. Das war auch echt spannend. Also da waren teilweise irgendwelche, ich will es gar nicht sagen. Auf jeden Fall war haben wir uns irgendwann überlegt, so da stecken wir keine Energie mehr rein. So. Und vor allem Energie reinstecken in das Sammeln von rassistischem Material, das ist total, dafür sind wir nicht da. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. So. Da haben wir viel Tolleres zu tun. Insofern, das sind jetzt noch so ein paar Kisten, Giftschrankkisten, so. Ja, aber sowas kommt auch an. Und wenn ihr sowas, also euch noch nicht das passiert ist, dann das ist gut, aber es wird passieren und es ist sinnvoll, sich im Voraus ein paar Kriterien zu überlegen, glaube ich. Aber ist in der Phasiathek, in dem bei den Spenden schon was angekommen, was problematisch ist? Es ist so, als wir unseren ersten Spendenaufruf, also Bücher-Spendenaufruf gestartet haben, ist es tatsächlich so gewesen, dass einige Menschen uns Bücher geschickt haben von weißen AutorInnen über schwarze Menschen wieder. Und ich
glaube, der eine hatte sogar geschrieben und ich hatte dann nochmal extra hingewiesen, dass wir wirklich, na, Menschen, also ich habe extra Black People, also aus der schwarzen Community, wollen wir die Bücher haben und nicht das, was üblich ist, dass es aus der europäischen Sicht über schwarze Menschen geschrieben wird. Mhm. Und dadurch haben wir ein paar. Ich habe so eine Kiste, da kommen die erstmal rein. Also ich habe schon ein paar, aber ich habe sie jetzt noch nicht als Giftschrank betitelt, sondern einfach erstmal, okay, die sind gekommen, die bleiben hier. Und ich muss gucken, ob ich die dann verschenke an, weiß ich nicht, an andere, die daran interessiert sind, diese Bücher zu lesen. Es sei denn, wie du schon gesagt hast, die sind so rassistisch, dass ich sage, nee, ich möchte, das würde ja heißen, ich würde ja diese rassistische Kontinuität aufrechterhalten, wenn ich es dann weitergebe. Und das wollen wir ja gerade durchbrechen. Ne? Also würde ich das dann nicht tun. So. Ja. Also, das ist so diese Ambivalenz, die eben halt da ist. Das ist auch eine Ausrichtungssache, ne? Von, also wie eure Bibliothek ausgerichtet ist. Also wir haben zum Beispiel jetzt in den, ich glaube, Belletristik sind wirklich zu 99% das schwarze AutorInnen. Aber wenn es jetzt zu den Sachbüchern kommt, zum Beispiel, also besonders Geschichte und sowas, Geschichte, Politik, ja, da sind viele weiße AutorInnen dabei. Und da musst du wirklich drauf achten, was für eine Sprache ist das? Wie gehen die mit dem Thema um? Wie, also, beziehungsweise wir achten darauf. Du kannst natürlich auch so radikal sein und sagen so, nee, das kommt einfach gar nicht rein. Das kommt auch bei uns nicht rein, weil wir sind spezialisiert. Wir sind eine Spezialbibliothek. Mhm. Wir repräsentieren Books from the Black Perspective. Punkt. Und es werden Bücher, mit Sicherheit wird es bestimmte Bücher nicht geben. Und das ist in Ordnung. Weil wenn es ne? Wenn es No Black Person geschrieben hat, dann hat es kein Black Person geschrieben. Punkt. Also das ist unsere Ausrichtung. Mhm. Ja, ja, schön. Bei euch, Damien? Ja, bei uns, wir haben das auch diskutiert, das Thema natürlich. Möchten wir auch weiße Autoren dabei haben. Und ich kann das nachvollziehen, was du sagst, vor allem wenn es um Belletristik geht, dass wir größtenteils auch natürlich schwarze Autoren da haben werden. Aber Geschichte vor allem, da gibt es ja zum Beispiel wie die Reiseberichte jetzt von Heinrich Barth oder so zum Beispiel. Etwas, ne? Das sind ja, auch wenn natürlich das eine, wenn man natürlich dann eine europäische Sicht oder eine eurozentrische Sicht auf schwarze Menschen oder auf Afrika bekommt, aber man kriegt trotzdem gewisse Informationen, die man aus dieser Zeit und aus direkter Sicht, aus nächster Nähe jetzt nicht anders bekommen könnte, dann finde ich oder finden wir, dass die dann auch in der Bibliothek sein können und dass man natürlich dann auch den gewissen Kontext geben kann und den gewissen Kontext erklären kann, wie diese Bücher entstanden. Aber diese Bücher wird es bei uns auch gehen, wenn es um Geschichte geht oder wenn es um Politik geht oder entsprechende Themen. Ja, ne, aber sowas ist ja auch immer, sowas ist halt ein Streitpunkt, ne? Auch in der eigenen Gruppe, im eigenen Team. So. Wie du mit solchen Sachen umzugehen hast, ne? Und welche Kriterien du eigentlich daran legst. Also, es ist schwer. Wir haben auch keine komplett richtige Lösung dafür gefunden. Aber bei uns fing es tatsächlich auch schon bei den Kriterien an. Also Kriterien, nee, Moment, nicht Kriterien, Kategorien. Weil, wenn du eine Bibliothek hast oder aufbaust, dann baust du sie auch nach entsprechenden Kategorien aus. Und wir haben mittlerweile eine gute Anzahl von Kategorien, ich weiß nicht, 20, 30, vielleicht sind sogar schon 40 oder sowas, die du halt in der normalen Stadtbibliothek halt nicht finden würdest. Da findest du nicht irgendwie das Regal Black Panther Party so, oder Kolonialismus und Widerstand. So, das
Nee, ist einfach nicht da. Oder Afrofuturism, so. Die haben wir alle eingerichtet. Das ist auch wirklich schön. Aber zum Beispiel bei den Romanen gab es ursprünglich, also mittlerweile sind das nur Romane, so ursprünglich war das unterteilt in Romane Afrika, Romane Amerikas, Plural, Romane Europa. Mhm. Was ein guter Ansatz war, aber dann musst du halt auch erstmal entscheiden, so, was bedeutet das eigentlich? Also wir reden von afrikanischen oder afrodiasporischen AutorInnen, die in Afrika geschrieben haben. Also, ursprünglich war es so, also wirklich in der Anfangszeit so, wovon handelt das Buch? Das Buch handelt von einer Geschichte in Afrika, nun ist es also in Romane Afrikas. So, später sind wir natürlich dazu gekommen und haben uns gesagt, das ist keine besonders professionelle Herangehensweise, also schauen wir nach den AutorInnen, nach Nachnamen. So, diese Person hat in Afrika geschrieben, so kommt also in Romane Afrikas. Aber heutzutage ist es so, in diesem ganzen dieser transnationalen Welt, in der wir leben, sind halt Leute in Afrika geboren, haben in Paris studiert, haben ihr erstes Buch in New York rausgebracht, so, dass diese Einteilung einfach gar nicht mehr möglich war und wir uns auch gesagt haben, so, das ist allein der Versuch, das zu tun, ist schon wieder der Versuch, Leute in Boxen zu drücken, die sie selbst gar nicht aufgemacht haben. Mhm. Und deshalb haben wir einfach das alles gelassen, es ist einfach nur noch Romane mittlerweile. Mhm. So, und das sehe ich halt ganz, ganz häufig, wenn wir diese Kategorien entwickeln, dass wir da selbst die Schreibenden tatsächlich in Boxen reindrücken. So. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, unsere Romane sind nur, ich sage 99% von schwarzen AutorInnen, ich weiß nicht, ob sich jetzt diese Person aus Algerien jetzt als schwarz sieht zum Beispiel oder eher irgendwie einem arabischen Kulturkreis zugewandt sieht. Was tue ich damit, wenn ich die Person dort integriere oder aber nicht integriere? So. Das heißt, da kommt man, stößt man manchmal auch an Konflikte, Identitätskonflikte, die gar nicht die eigenen sind, sondern die man anderen Leuten so ein bisschen aufstülpt. So. Das heißt also, auch das ist so, mit dem wir haben nur schwarze AutorInnen, wird an einem gewissen Punkt schon etwas schwer. Zum Beispiel habe ich oft gesagt, wir haben nur afrikanische und afrodiasporische AutorInnen. Inkludiert auch J.M. Coetzee aus Südafrika, weißer Autor? Weiß man nicht. So. Das ist alles aber schwierig. Darf ich vorstellen, das ist meine Tochter Naima. Naima sagt gerade, sie hätte gerne noch ein Käsebrot. Ist das richtig? Geschwitzt. Okay. Melted cheese. Coming up soon, okay? Okay. See you in a little bit? Okay. Genau, also solche Fragen sind immer sehr, sehr schwer zu beantworten. Das geht dann wirklich. Er will einfach nur zuhören und nicht schlafen. Ja. Okay. Genau, also da denke ich immer, dafür braucht es auf jeden Fall eine gute Gruppe im Bibliotheksteam, die sich mit solchen Sachen auseinandersetzt. So. Ja. Ja. Ja, ich teile deine Meinung und das wird eine Herausforderung sein für uns. Ja. Genau. Und welche Lösung auch immer bei rauskommt, so, es ist okay. Es gibt keinen richtigen Ansatz, es gibt nur einen Ansatz, den wir wählen dafür. So. Ja, wir haben auch einfach überlegt, das nach dem Namen zu gehen, alphabetisch. Und und einfach diese Kategorien zu lassen, weil es geht ja darum, doch gerade das, was herrscht, zu durchbrechen. Okay? Ja. Mhm. Und nicht danach zu gehen. Also, was spricht dagegen zu sagen, wir machen es nach dem Alphabet und bei dieser bestimmten Person, zum Beispiel Sheikh Anta Diop oder Franz Fanon, haben wir so viele Bücher von ihm und haben das auf Englisch, Französisch und es ist übersetzt auf Deutsch.
und war dieses und jenes. Also das ist auch eine Möglichkeit, ne? Ja. Um da einfach frei zu sein. Aber es ist noch nicht entschieden. Also das ist jetzt nur ein Gedanke, den ich jetzt hier mit euch teile, den wir auch uns vorstellen können. Ne? Ja. So, das einfach zu lassen. So. Ja. Besonders ich glaube, wir haben auch Schwierigkeiten. Ja. Ich glaube, wir haben da auch schon gemerkt, dass wir da in unserem Team da verschiedene Ansichten auch schon haben über verschiedene Dinge. Und ja, das, glaube ich, wird einfach mit der Zeit sich dann auch einspielen. Und dann, wie ich das jetzt auch von dir höre, Philipp, ne, dass das halt einfach ein weiterlaufender Prozess ist. Dann, ja. Ne, und, absolut. Okay, wofür steht die Bibliothek? Und da, dass man das auch immer genauer definiert dann dadurch. Ne? Genau, genau. Auseinandersetzung damit. Und habt ihr also kulturelles Rahmenprogramm? Gut, habe ich jetzt aufgeschrieben als Frage tatsächlich. Ist gerade ein bisschen schwer zu sagen, ne? Momentanen Situation. Aber es soll welches geben, ja, bei euch, oder ist eher so ein Chill-Out-Platz? Ne? Also beides natürlich, ne? Ein Platz, wo auch ein Treffpunkt auch für die Community sein soll. Natürlich, und halt auch um, ne, was du auch schon gesagt hast, junge Leute, Jugendliche auch an Literatur ranzuführen, an Bildung ranzuführen, ne, und einfach einen Ort zu schaffen, wo man sich inspiriert fühlen kann, ne, wo man sich inspiriert fühlt, weiter zu forschen und Recherche zu betreiben und Wissen anzusammeln. Ne, das sollte es sein, und das war auch die Idee von Anfang an, ne, auch wirklich Lesungen zu haben, verschiedene Veranstaltungen zu haben, auch Schreibworkshops, ne, so alles Mögliche. Diese Ideen haben wir alle schon gehabt, aber ja, im Moment natürlich alles sehr schwierig, klar, aber wir hoffen auf das Beste und hoffen, dass wir so schnell wie möglich dann auch wieder, dass wir so schnell wie möglich dann auch loslegen können und dann wirklich auch diesen Ort schaffen können, diesen Platz schaffen können für die Community in Köln oder auch in ganz hier im Umkreis Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, Düsseldorf, Bonn, Aachen. Und ja, dass so schnell wie möglich losgeht. Ja. Ja, also da möchte ich jetzt ein Beispiel bringen, und zwar gibt es die Sichtbar. Die Sichtbar ist von Meko gegründet. Die Sichtbar ist auf Instagram. Das ist eine Mini-Bibliothek. Und die Sichtbar sieht sich auch als Denkmal. Und als ich Meko kennengelernt habe, war ich einfach hin und weg und habe gesagt, wow, toll, eine mobile Bibliothek. Und dann habe ich einen Antrag gestellt, also ein Projekt darauf geschrieben, und habe gesagt, wie toll wäre es, wenn wir also eine Bibliothek einladen und eine Veranstaltung mit ihr und ihre Arbeit, ne, präsentieren und vorstellen. Aber so wie es ist, wir fanden es toll, aber die Geldgeber nicht, wir haben kein Geld bekommen, ja? Ja. Und daher ist es schon ein bisschen schwierig, was das angeht. Und trotzdem haben wir also auch vor, natürlich nicht nur ein Lernort zu sein für Jugendliche, nicht nur für schwarze Menschen, LehrerInnen und, sondern auch für weiße Menschen, dass sie kommen und lernen, weil es geht um einen Perspektivwechsel. Das ist für uns ganz klar, das ist unser Anliegen. Und daher haben wir gesagt, auf jeden Fall, wir können uns vorstellen, Märchenstunde zu machen, zum Beispiel, also afrikanische Märchen. Aber ich habe auch gerade gesehen, es wird sogar auf Facebook, habe ich einen Aufruf, es wird schon mal sowas angeboten, was ich total toll finde. Also, dass wir sowas, ne, dass Kids kommen, ihr Lieblingsbuch uns vorstellen, oder wir denen was vorlesen und es auch zum Teil dann, heutzutage muss es ja immer zweiseitig sein, also nicht nur hier offline, sondern auch ein Teil online. Ja. Aber da finde ich es auch immer so ganz schwierig, wo da die Grenzen sind. Also wer guckt gerade, ne, wer schaut einen zu, dass wir nicht wieder auf dieser Beobachtetsein-Rolle dann wieder reinfallen. Ja. Also all diese Ebenen schwingen denn da mit. Aber das sind also Sachen, die wir uns
die wir auf jeden Fall machen wollen. Oral Storytelling. Ja, finde ich total spannend, einfach zu sagen, ein Buch wird in Sequenzen erzählt. Ja, finde ich spannend, aber vielleicht bin ich nur die Einzige, die es spannend findet und alle dann so. Weiß ich nicht. Aber das sind so solche Ideen, die wir auf jeden Fall. Weil ich wollte euch nämlich noch nach euren Zukunftsvisionen fragen. Also wenn Geld keine Rolle spielt, so ungefähr, wie ihr euch eure Bibliothek vorstellt und was aus diesem Projekt werden soll auch. Also soll das überhaupt eine Bibliothek bleiben oder denkt ihr an Verlagsgründung oder wird es ein Club oder in welche Richtung könnte das gehen? Was ist so das entfernteste Ziel, was ihr anpeilen könnt, wo ihr sagt, so eigentlich in die Richtung, das wäre es. So. Bei euch, Lamin, habt ihr was? Oder hast du was im Kopf? Okay. Wenn du dir was wünschen könntest. Okay, wow, so weit sind wir ehrlich gesagt noch gar nicht gegangen. Also es, wie du ja schon gehört hast, wir sind gerade noch in der Gründungsphase und wir sind froh, wenn überhaupt der Raum steht und wenn wir unsere Bücher da haben und dann demnächst auch ein paar Menschen willkommen heißen können. Aber die Sachen, die du natürlich sagst, Verlag, das hört sich auch sehr gut an. Aber ja, wirklich so weit ging das noch gar nicht mit unseren Ideen. Wie gesagt, was wir wirklich gerne haben wollen, ist ein Ort, ein Treffpunkt für die Community und wo wir zusammen kommen können und Wissen verbreiten können und einfach eine Atmosphäre haben, in der wirklich gelernt werden kann und in der man sich sicher fühlt und frei fühlt, um neues Wissen zu bekommen und neue Denkanstöße bekommen kann. Und eine Idee, die wir halt auch haben, wir haben auch ein, zwei Grafikdesigner bei uns im Team mit dabei, zum Beispiel, dass wir Jugendliche nehmen können, die dann zu bestimmten Büchern, zu bestimmten Themen arbeiten können und dann vielleicht auch Videos daraus und Animationen daraus erstellen können mit den Jugendlichen. Einfach eine Inspiration geben und die nächste Generation ans Wissen heranzuführen und sie gut, denn das mit auf den Weg zu geben und damit sie gestärkt auf ihren Weg raus in die Welt gehen können und einfach dann noch mehr bewegen können als wir das gemacht haben. So, das ist die Idee. Aber hört sich sehr gut an, was du sagst, Verlag. Und ihr habt da ja anscheinend einige gute Ideen. Ja. Aber ne, das alles erstmal Schritt für Schritt. Okay. Also ja, weil es um die wenn ich noch eine Sache sagen kann. Also ich denke, wenn wir jetzt auch schon hier zu dritt sind, wie schon drei verschiedene Städte und dass dann einfach noch mehr Vernetzung stattfinden kann. Ja. Ne? Und dass wir vielleicht auch gemeinsamen Pool haben von Büchern und auch für Leute, die dann an der Uni sind und an ihren Abschlussarbeiten sitzen, an ihren Doktorarbeiten sitzen, ne? Dass sie einfach einen guten Pool haben an Büchern und an Archivmaterial, wo dann auch wirklich daraus wissenschaftliche Arbeiten auch bestehen können. Ja. Ne, die auch dann auch noch auf einem höheren Level sind und auf einem höheren Niveau sind. Und ja, das glaube ich auch etwas. Also die Vernetzung zwischen uns allen. Ja, finde ich auch. Also Vernetzung, hast du absolut recht, Mami. Also ich habe ja vorhin gerade von Sichtbar kurz erzählt, also die mit ihrer Mini-Bibliothek unterwegs ist, die schon existiert. Ich weiß von einer anderen Bibliothek, die sich auf schwarze Feministinnen spezialisiert haben und das auch schon läuft, auch eine mobile Bibliothek. Also das heißt, dass einfach wir es schaffen, uns auszutauschen. Ne? Und ja, also wenn ihr Bücher habt, Drittexemplare und nicht wisst, wohin, here I am. Genau, bitte zu der Phasiatik schicken. Also
wir sind eben halt auch am Anfang und können im Moment nicht genug kriegen. Und was Vision angeht, wir haben unheimlich viele Visionen. Wir können uns super vorstellen, eine Stiftung zu sein. Also wir eben halt aus sich heraus, wir möchten wirklich eine Institution sein. Aus sich heraus für sich Sachen kreiert, ja. Und das ist mit zusätzlich, nicht zusätzlich, sondern dann die nächste Vision, wenn wir das gelebt haben, was Lamin schon gesagt hat, hier in Hamburg, dass wir etabliert sind, satt sind, wir eine gute Zusammenarbeit mit Studentinnen haben, die zu uns kommen und eben halt ihre, nicht nur ihre Masterarbeiten, sondern also einfach nur Literatur aus der anderen Perspektive zur Verfügung haben, um daraus auch Knowledge zu ziehen und das auch zu weiterzuentwickeln. Mhm. Und nicht nur für die Community, dass wir uns stärken, dass wir uns inspirieren, sondern auch für die weiße Community. Also ich rede auch gerne von Heilung und Heilung heißt auch sich mit unangenehmen Dingen auseinandersetzen und da vorankommen. So. Und du hattest es auch schon eingangs gesagt, rassistische Sprache oder überhaupt Rassismus. Ich sehe es als, ich empfinde, sondern meine Hypothese ist einfach, wir haben eine rassistische Erziehung, die hier herrscht, also die Europa weltweit herrscht. Und es gilt es zu identifizieren und es zu verlernen und neue zu lernen. Und das geht eben halt auch, wenn Geschichte aus der anderen Perspektive gesehen wird. Also wenn wir unsere Geschichten, unsere Widerstandsgeschichte, unsere Versklavungsgeschichte aus unserer Perspektive erzählen und zeigen, die ist auf jeden Fall anders als das aus der europäischen Sicht. Das ist einfach so meine Meinung oder meine Hypothese, die ich jetzt so lebe. Und das ist auch das, was mich antreibt. Und das Schöne ist, dass es auch viele weiße solidarische Gruppen gibt, die auch der Meinung sind, dass es reicht mit der eurozentristischen Sicht, wenn es zum Kontinent Afrika, wenn es um Kontinent Afrika geht. Und wir leisten einfach da unseren Beitrag. Und daher Stiftung. Ja, here we are. Spenden, bitte spendet, unterstützt uns in unserer Arbeit. Genau, spendet und unterstützt. Ja. Ich denke, unter diesem Video werden tatsächlich auch nochmal bestimmte Kampagnen und Spendenbuttons und Webseiten eingeblendet werden. Ist das so, Michael? Er wird gleich da sein, hoffentlich, und das nochmal ankündigen. Ansonsten, Vernetzung ist, glaube ich, ultimativ wichtig. Und ich meine, ihr beiden sitzt jetzt auch hier in unserem Kastensystem hier. Ja. Aber wir haben auch, also zum Beispiel, ich war auch in Kontakt mit den, wie heißen die Leute, Afropäer aus Hannover, die ebenfalls eine neue Bibliothek gegründet haben. Auch mit ihnen gilt es, sich wirklich zu vernetzen. Das ist wirklich auch eine sehr, 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 sehr schöne Idee, die die da haben. All Dream als mobile Bibliothek haben wir noch in Berlin. Mhm. Und ich bin mir sicher auch noch viele andere kleinere oder größere Projekte, die halt eher in Richtung, weiß ich nicht, Wissenschaft oder Kultur gehen, von denen ich noch nie gehört habe. Aber ich bin mir, also die Leute sind gerade so aktiv, ich habe das, also es brodelt richtig, was das angeht. Ja. So, und ich hoffe, dass wir es schaffen, uns auch da auch gut zu vernetzen. Bücheraustausch ist auf jeden Fall möglich. Also ich denke, auch zumindest aus der Perspektive von IOTO, ich darf da gar nicht drüber sprechen. So, aber ich denke, das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Erstmal, ich bin mir sicher, wir sind bestimmt schon mit der Zeit total drüber. Deshalb möchte ich mich erstmal bedanken bei euch auch hoffen, dass wir in Kontakt bleiben und dass wir auch unser kleines Netzwerk aufbauen können, tatsächlich. Ja, ich danke euch.
in allererster Linie. Also dir, Philipp und Michael, dir, Melissa natürlich auch, ne, für deine Zeit. Aber dass ihr das organisiert habt und ich glaube, es gibt auch noch, also wir haben jetzt schon viel Zeit, glaube ich, ne, oder ein bisschen überzogen jetzt über die Zeit, was wir eigentlich geplant hatten. Aber ich glaube, es gibt immer noch einiges, was wir zu besprechen haben oder noch vieles zu besprechen haben. Also vielleicht machen wir nochmal einen Talk und ich kann ja auch außerhalb von Black History oder Black ein Monat ist sowieso viel zu wenig, um unsere Geschichte da reinzupacken. Vor allem der kürzeste Monat des Jahres. Deswegen, ich glaube, da brauchen wir eher Black History live als Black History Month. Und deswegen, ja, wenn es gut wäre, wenn wir dieses Gespräch auch oder die Konversation dann auch weiterführen, auch außerhalb von Februar. Ja. Also auch offline gerne. Ohne Aufnahme. Offline und online. Sondern einfach unter uns und dass wir dann weiter Ideen zusammen weiterentwickeln und austauschen und gegenseitig unterstützen. Ja, also ich denke, also auch überhaupt so guter Zuspruch zu haben, diese positive Energie, die ist unheimlich hilfreich, also aus meiner Sicht. Und ja, das tut mir gut, wenn wir wissen oder wenn ich weiß, okay, jetzt hier Lamin in Köln ist da und Berlin, da sind die beiden und ich kann Meko kontaktieren von der Sichtbad, ne, und noch andere. Das finde ich ganz, ganz toll, dass wir das tun. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte heute und für eure Organisation und Lamin, Philipp, ja. Michael, Namaste. Namaste. Ja, ich glaube, wir bleiben auf jeden Fall dran. Und vielen, vielen, vielen Dank an euch alle, Millicent, Lamin, Philipp. Super, ich habe ganz gespannt zugehört. Ich habe mir jetzt natürlich auch gedacht, okay, wie kriegen wir das jetzt rund? Wir haben noch keinen Jingle oder sowas oder was dann reinkommt irgendwie. Aber ich kann nur sagen, bleibt dran auch am Black Hour Story Month bei ioto-archiv.de. Gibt es mehr Programm, das geht noch den ganzen Februar. Und wie ihr alle super gesagt habt, über den Februar hinaus geht es dann natürlich auch noch weiter. Wir sind immer dran. Ne? Und bedanke mich ganz herzlich. Und ich denke, wir alle verabschieden uns. Ja. Ja, und ich will auch nochmal wirklich vielen Dank, also vielen Dank an euch, ne, dass ihr das Ganze auf die Beine gestellt habt und vielen Dank an alle, die uns gespendet haben für die GoFundMe-Kampagne, also das ist echt eine sehr große Hilfe und vielen Dank für diese Unterstützung und die Bücher, die zugewendet wurden und kann ich einfach nur sagen, macht bitte so weiter. Okay, klasse. Super, danke. Ja. Ich bedanke mich, vielen, vielen Dank, macht's gut, ja. Ciao. Okay. Ciao. Ciao. Ciao.